Und Gentlemen, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Design Cities Skylines. Mein Name ist Firefox und wir sind zurück in Bridgeport, wo wir in dieser Folge, wie ihr vielleicht am Titel und am Thumbnail schon sehen konntet, eine Universität bauen werden. Also ich hatte mir ja eigentlich gedacht, ich mache ein bisschen weiter mit unserem Downtown Transportation Network, aber ich habe mir so ein bisschen, als ich heute, was heißt heute, ist ja nicht heute gewesen, wann habe ich denn das aufgenommen? Am Montag? Ich glaube am Montag. Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ziemlich langweilig, wenn ich jetzt Downtown weitermache. Da hatte ich irgendwie keine Lust drauf direkt und habe mich dann halt eben dran gesetzt, was haben wir denn noch für Probleme in unserer Stadt? Ich wollte gerade den Anfang, den Friedhof mal endlich zu bauen. Als mir dann aufgefallen ist, dass irgendwie mit unseren Geschäften ja immer noch so die Probleme sind, und ich habe mir mal angeguckt, was denn überhaupt das Hauptproblem unserer Geschäfte und Büros so ist. Und das Hauptproblem ist offenbar, dass wir, leider Gottes, eine etwas problematische Unemployment. Wir haben einfach zu viel ungebildete Bürger in unserer Stadt gehabt, weil wir so wenig Schulkapazität haben. Und ich habe mir gedacht, es wäre dann vielleicht eine gar nicht mal so schlechte Idee, wenn ich einfach mal unsere Schulkapazität ein bisschen erhöhe, indem ich eine Universität baue. Und in der Universität sind dann, ich habe verschiedene Gebäude kombiniert, das heißt, es ist eine Universität, es ist eine Grundschule, es ist eine Hochschule, es ist alle, jede Schulform, die es in Cities Skylines gibt, ist dann halt da auch vertreten. Das heißt, wir haben ein allgemeines Bildungsniveau ein bisschen höher geschraubt, auch wenn ich da jetzt beim Begradigen dieses Flusses so mehrmals meine Stadt überflutet habe, aber gut. Und vielleicht gerade habt ihr es, vielleicht merkt ihr es gerade schon, ich rede hier relativ leise und ich rede sehr komisch, also schlimmer als sonst. Ich bin leider Gottes sehr, sehr erkältet, was zur Folge hatte, dass ich in dieser Folge nicht besonders viel reden werde. Das heißt, ich werde jetzt hier am Anfang so meine paar fünf Sätze runterlabern und euch dann für den Großteil dieser Folge völlig mit der Musik alleine lassen. Ihr könnt ihr dann entspannt im Hintergrund irgendwie so halb wahrnehmen. Das Ganze geht nicht anders. Also meine Stimme hat sich verabschiedet. Ist besser für eure Ohren, wenn ihr mich nicht die ganze Zeit ertragen müsst, und besser für meine Stimme, wenn ich nicht die ganze Zeit reden muss. Das heißt, wir werden diese Folge sehr musikalisch gestalten, weil schlichtweg nur die Background-Music läuft. Aber ich hoffe mal, das ist für diese Folge mal noch okay. Übrigens, das Prinzip davon ist jetzt relativ problematisch, weil ich habe diese Woche Azura Bay ja auf meinem Plan draufstehen. Und es ist heute Mittwoch, wo ich das jetzt hier nachrecorde. Und ich bin noch ziemlich exakt voll drin in der Krankheit. Also ich weiß noch nicht so ganz, wie gesund ich sein werde, wenn ich Azura Bay aufnehme. Heißt, eventuellerweise müsste ich da ebenfalls ähnlich verfahren wie heute. Oder die Folge kommt halt versehentlich später raus. Das werde ich dann aber mal sehen. Aber gut, jetzt erstmal genug davon. Wie gesagt, wir haben uns vorgenommen, in dieser Folge mal ein bisschen, ja, in die Universität reinzugehen, und ich habe mir gedacht, zur Universität passt irgendwie so ein bisschen, ich meine, wir kennen alle die Standard-Universität, die jeder Mensch auf dieser Erde kennt, Harvard. Ich kann nicht mal gescheit aussprechen, das heute furchtbar. Also Harvard kennt ja jeder von euch höchstwahrscheinlich, und ich habe so versucht, das ist ja diese Mittelalter mit moderne Kombination, die irgendwie da so typisch Uni-like wirkt, was dann die Begründung dafür trifft, dass ich versucht habe, unsere Universität hier in Bridgeport genauso zu gestalten, was in diesem Fall nichts anderes heißt, außer ich habe das relativ ein bisschen mittelalterlich gehalten. Wir haben keine Autos im Gelände drin, außer die SOS und Müllwagen. Also ne, typisch, Feuerwehr, Polizei darf rein, aber sonst nichts. Außer natürlich den Müllwagen, sonst haben wir ein Problem. Und es ist quasi ein riesiges Uni-Gelände geworden, ein riesiger Campus auf gut Deutsch, mit Parks zum Lernen und zum Gestalten. Deswegen, ich werde das Ganze gleich im Anschluss an den Timelapse im Live-Part nochmal kurz ansprechen, um euch nochmal zu zeigen, was wir denn so gebaut haben, weil das geht in diesem Timelapse relativ fix. Der ist auf der wievielfachen Geschwindigkeit heute schon wieder? Ich muss da immer mal so ein bisschen reingucken, der neunfachen, also es ist langsam etwas, es wird immer schneller, aber gut, das liegt an der Menge an Input jetzt hier. Und ihr seht schon, ich habe hier am Anfang noch alles noch mit normalen Straßen gebaut, das mache ich ja immer so, ich versuche mich da ja irgendwie so dran zu hangeln, und jetzt seht ihr, baue ich mal um auf Fußgängerwege, und ja, ich weiß, durch diese Fußgängerwege dürfen immer noch Autos fahren, aber dank Traffic Manager habe ich das Ganze dann unterbunden. Das heißt, das Problem existiert nicht mehr. Alles klar. So, vielleicht zur allgemeinen Info. Wie gesagt, es werden dann im Uni-Gelände keine Autos fahren, außer der gerade eben genannten. Und wir haben dann hier, wo auf der Seite, auf der wir jetzt gerade noch sind, wo ich jetzt diese Allee wieder gebaut habe,
Haben wir dann hinterher einen Park, der ist noch nicht fertig zum Abschluss dieser Folge, wohlgemerkt. Das werden wir dann auch später noch weiter fortführen. Aber es ist schon sehr entspannt. Also es ist kein Verkehr in der Nähe, es ist so ein Naherholungsgebiet quasi am Fluss und an der Uni-Seite natürlich dann eher logischerweise auch. Ne? Also die Uni hat quasi so einen indirekten Wasserzugang, was ja sehr praktisch sein kann im Sommer. Im Winter jetzt, naja, hält sich das vielleicht in Grenzen bei so einem starken Gewässer. Außerdem wäre schlecht, wenn da einer reinfällt, weil ihr habt ja gerade eben schon gesehen, wir haben diesen Wasserfall gebaut und vielleicht habt ihr es in den Cinematics am Anfang auch schon gesehen. Ich habe da auch hinterher eine Brücke drüber gebastelt, damit das Ganze noch irgendwie spannender aussieht. Das heißt, wir haben da einen Steg, natürlich nur Personen drüber gehen dürfen, also keine Autos. Also es ist sehr, sehr interessant geworden, glaube ich. Und ich denke mal, ich fange jetzt mal an, wieder meine Stimme ein bisschen zu schonen, zumindest bis zum Live-Part. Und dann sehen wir uns in circa 20 Minuten wieder. Bis dahin, tschüss, bis gleich oder sowas, wo ich dann nochmal so ein bisschen erzählen werde, was wir denn hier so Feines gebastelt haben, ne? Und auch mal ein paar Details eingehen kann, die jetzt hier vielleicht verloren gegangen sind im schnellen 8-9-fachen Timelapse. Entschuldigung. So, also, ich würde sagen, bis gleich. Ich gebe jetzt ab an den Typen, der das hier jetzt im Hintergrund singt. Tschüss. Lost in translation, I'm feeling gone. But for now, all I have to say is hello, goodbye. But for now, all I have to say is hello, goodbye. All I have to say is hello, goodbye.
my father told me, listen, son, listen to that inner voice that is telling you to hold on. Hold on to what you believe. Believe much bigger than a dream. He said, take your step and go and explore what's about to come. You come, hold on to what you believe.
Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zum Live-Part dieser wunderschönen kleinen Episode. Meine Stimme hat sich natürlich immer noch nicht gebessert seit der Anmoderation, aber immerhin, ich wollte die Chance mal eben nutzen, euch mal eben zu zeigen, was ich denn in dieser Folge so ein bisschen gebastelt habe. Und ist das nicht schön hier? Ach, wo ist denn die Sonne hin? Sonne! Da ist die Sonne. Ja, willkommen in unserem wunderschönen kleinen Unicampus sozusagen. Ich behalte einfach mal diese Lichteffekte jetzt gerade mal bei. Das hier ist das, was wir in dieser Folge gebaut haben. Hier sind ziemlich viele Menschen mit Fahrrädern und das ist echt wie so eine Fahrradgang. Das ist ja wie Münster. Alles Uni und alles Fahrräder. Ach, egal. Ihr seht, wir haben hier ein wunderschönes kleines Bächlein mit... Oh, ich liebe das, wenn das sich so grün spiegelt hier drin. Wunderschön. Wir haben einen kleinen Strand. Wir haben hier vorne... unseren Unicampus und ich versuche mal hier so ein bisschen zu erzählen. Erstmal, ich habe die Uni HMS genannt, ich habe keine Ahnung warum, die Kombination ist mir gerade am besten eingefallen. Ehrlich gesagt sah das so aus, dass ich hier vorne die Beschreibung für ein besonderes Projekt hier gerade eingegeben habe im Hintergrund und ich habe auf die Tastatur gehauen und das erste, was rauskam, ist HMS AFDLIASC. Ja, und ich habe einfach die ersten drei Buchstaben genommen, keine Ahnung warum. Das H und das M konnte man so schön hier ineinander glitschen, sodass das halt schön ist. Jede Uni hat irgendwie so ein Zeichen, in Amiland zumindest. Ob in Deutschland, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber ich glaube, ihr wisst, was ich hier getan habe. Wir haben hier so einen kleinen Teich. Falls hier irgendjemand sich darüber beschwert, dass hier so viel Grünzeug in der Uni ist, dann ist das halt eine Uni mit einem... biologischen Abteilung, irgendwie sowas. Wir haben zunächst einmal das Empfangsgebäude hier vorne, Sekretariat und den ganzen anderen Käse, die Verwaltung quasi. Hier vorne ist immer noch ein Verwaltungsgebäude, das dazugehört. Dann haben wir hier vorne, das ist jetzt eine Arztpraxis, aber das kann genauso gut eine Fakultät sein für irgendwas. Dann haben wir hier vorne eine Fakultät für irgendwas, da eine Fakultät für irgendwas. Hier vorne zweimal das gleiche, Fakultät für irgendwas, genauso wie hier vorne unsere Bibliothek. Und unten drin eine Cafeteria mit hier hinten diesem wunderschönen Platz, auf dem man sich in Ruhe hinsetzen kann. Genauso wie dieser komplette Park, das heißt, man kann sich hier draußen hinsetzen, deswegen stehen hier so viele Bänke. Ich weiß nicht, ob ich übertrieben habe damit, aber ich wollte halt, dass hier sehr viele, in der Theorie zumindest sehr viele Menschen sitzen können. Das heißt, wir haben hier sehr viele Bänke in diesem Garten-Outdoor-Bereich, wo man sich dann hinsetzen kann, lernen kann, treffen kann, was auch immer. Wir haben dann insgesamt vier, das sind ineinander geglitschte Gebäude, diese vier Gebäude, wo ich mir gedacht habe, das sind die Studentenwohnheime, die sehen, das meine ich damit, die sehen so alt aus oder das alles hier, sie hat so einen alten Charme und das finde ich persönlich eigentlich gar nicht mal so hässlich, das kann man eigentlich ganz gut machen. Und hier vorne sind natürlich nochmal Studentenwohnheime, hier vorne ist nochmal ist irgendwie so ein Platz mit einem Springbrunnen. Ich dachte vielleicht, das sieht schön aus. Dann haben wir hier vorne natürlich noch mehr Studentenwohnheime und natürlich so einen kleinen, oh guck mal da vorne, da sind sie sogar im Spiel, ich fasse es nicht. Zack, 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 bam, juhu. Okay, also wir haben natürlich hier auch nochmal ein bisschen Sport und Spaß und Spiel. Dann haben wir hier versteckt so ein bisschen Maintenance, das heißt, wir haben hier diesen Funkmast oder diese drei Funkmasten ineinander geglitscht. Vielleicht hat der ein oder andere das in Timelapse beachtet gesehen. Noch ein kleines Detail, was ich euch vielleicht zeigen möchte, sind diese ominösen Leitern, die ich hingesetzt habe. Das sind Notausgänge. Ich habe die einfach da dran geglitscht, weil ihr kennt das. Ich wollte einfach so ein kleines Detail dazu adden. Das heißt, wir haben jetzt diese Industrieleitern. Ich meine, der Stahl, diese rostige Stahl hat eh die gleiche Farbe wie das drumherum. Also von daher, es fällt nicht auf. Das ist einfach quasi, sind quasi Notausgänge. Noch ein Detail, vielleicht interessant, an jeder Kreuzung steht diese Doppelflaggenmastformation hier, wobei der eine mir ein bisschen schief geraten ist da vorne. Vielleicht nehme ich mal einfach den hier, der sieht ganz gut aus. Das sind einfach nur Wegschilder. Wenn man sich jetzt hier auf dem Campus nicht auskennt, dass man immer weiß, wo welche Fakultät ist, wo welches Studentenwohnheim ist, wo was und wo und warum überhaupt irgendwas wo ist. So ungefähr, ne? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wir haben noch einen Skatepark. Ehrlich gesagt wusste ich einfach nur nicht, was ich in diese Landschaft hier reinsetzen soll. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache da einen Skatepark hin, das kann schon nicht schaden. Hier vorne haben wir tatsächlich so etwas, was eigentlich eine Kanalprops sind, also zwei ineinander gestellte Kanalprops. Ich fand es eigentlich nur ganz schick, mal irgendwie Wasser zu haben und ich hatte ja jetzt, Entschuldigung, den Teich hier vorne gebaut, der ja sehr, sehr schick aussieht, wie ich persönlich finde, aber das ist so mehr Biotop gehalten, der ist ja jetzt kein dauerhaft fließendes Wasser oder sowas und hier, das soll so ein bisschen simulieren, dass wir fließendes Wasser haben, das ist einfach, weiß ich nicht, ich fand's schön, also es muss jetzt nicht wirklich einen Zweck haben.
Dann haben wir hier das nächste Hauptgebäude. Da ist auch irgendwas drin. Ich habe keine Ahnung, da ist irgendwas drin. Ich bin nicht mehr gut im Denken heute. Ich bitte das zu verzeihen. Aber gut, ich denke mal, wir haben grob gezeigt, was wir diese Folge gebaut haben. Wir haben natürlich hier vorne, ich kann das mal. Oh, komm, das zeige ich euch jetzt mal. Hier, Achtung, Fahrzeugbeschränkung. Also hier in diesem ganzen Gebiet darf niemand, auch nur im Ansatz, irgendwo herfahren. Falls ihr euch fragt, hätte es nicht gereicht, wenn du nur die Eingänge disclaimed hättest? Nein. Weil das hier beispielsweise, aus diesem Gebäude können Fahrzeuge spawnen, aus diesem Gebäude, aus diesem Gebäude. Deswegen musste ich hier sicherstellen, dass aus keinem Gebäude irgendwas spawnen kann. Und das heißt, ich habe einfach alle Straßen so festgelegt. Und hier vorne ist offenbar gerade der Strom weg. Okay. Ja. Ja, vielleicht fehlt da gerade ein bisschen was. Wetten, ich kann das fixen. Moment. Wir fixen das mal ganz schnell. Ich zeige das jetzt einfach mal bei Tageslicht. Hast du jetzt wieder Strom, Kollege? Hast du Strom? Hast du Strom? Ist alles gut bei dir? Nee, du hast nicht Strom. Da doch, ist gut, du hast Strom. Okay, was ich sagen wollte war, das heißt, wir haben diese 5 Millionen Fahrzeugbeschränkungen jetzt da drauf. Und wenn wir jetzt hier mal über diese hölzerne, mit Holzdielen ausgestattete Brücke gehen, dann kommen wir jetzt hier diesen nicht vorhandenen Park, der ja noch Park werden soll. Das müssen wir ja dringend mal beschäftigen. Das heißt, wir haben jetzt hier diesen Fahrrad- und Gehweg. Innen drin Fahrrad, außen gehen. Eigentlich außen noch für Autos möglich, aber ich dachte mir persönlich, das wäre ein bisschen öde, wenn ich da jetzt wieder Autos fahren lasse. Das heißt, hier fährt auch wieder nur im Notfall, also hier fährt nicht mal die Müllabfuhr her und auch nicht der Krankenwagen. Hier fährt nichts her. Also das ist alles wirklich komplett gesperrt. Das Einzige, was diese Uni quasi mit Müllentsorgung und Ähnlichem beschäftigt, ist diese Rückstraße hier hinten. Das heißt, hier raus können wir auf unsere wunderschöne Landstraße hier unten in unser kleines Dörfchen wieder fahren. Das kennt ihr vermutlich schon, wenn ihr mir ein bisschen länger folgt. Und was wir hier intern gemacht haben, ist im Grunde genommen nichts anderes, außer diese äußeren Straßen, diese, ich zeige das mal ganz kurz, das sind diese Pedestrian Walkways, Stone Tiny Road, und in der Mitte sind nicht diese, sondern diese. Kieswege. Das hat einfach nur die Begründung, dass ich damit deutlich einfacher ausmalen konnte, als wenn ich jetzt mit dem Surface Painter gearbeitet hätte. Deswegen, also das war der Hintergedanke dahinter. Und so ist das Ganze hier entstanden. Jetzt gucken wir uns natürlich gerne mal eben noch das ganze schöne Gedudel an, wenn wir hier mal diesem Wasserfall hier vor, diesem Wasser hier vorne folgen. Ich mache mal hier so ein Möchtegern-Kameraflug mit der Maus. Und verschätze mich fast und fliege fast daneben. Das ist das Ding, was ihr aus der Cinematic am Anfang der Folge hier heute gesehen habt. Ich finde diesen Wasserfall so schick eigentlich, auch wenn die Wasserengine hier natürlich rendert, wie sie möchte. Ich möchte etwas. Und das heißt, wir haben jetzt hier zwei Türme. Ich habe hier vorne einfach mal diesen Aussichtsturm hingestellt, weil ich finde den so hübsch. Der hat irgendwie was, dieser Turm hier vorne. Wenn ich jetzt mal hier, ich kann mich ja jetzt hier mal aufs Dach stellen, oder ich kann mich ja auch hier reinstellen. Das ist ja das Schöne an diesem Turm. Aber nicht so rein, dass ich hier. So. So, dann haben wir jetzt sitzen wir hier, können da oben zur Richtung Uni gucken, können hier runter gucken, in den Wasserfall, wir können hier vorne in Richtung Hafen gucken, da in Richtung Stadt gucken. Ist voll der gute Aussichtsturm hier an der Stelle, muss man einfach mal so sagen. Hoppala. Auch wenn er jetzt hier vorne Crime, bla bla bla. Vielleicht muss ich hier vorne doch mal irgendwie wieder freigeben, dass da irgendwas hinfahren. Ist mir auch egal, jetzt soll sich das Ding doch beschweren. Und dieser Turm ist selbstverständlich jetzt nicht mehr spieleigen. Den habe ich natürlich selber gebastelt. Das kann man, glaube ich, schon sehen. Anhand der optischen Superhaftigkeit und der durchglitschenden Treppe hier vorne. Please ignore that. Ich habe mir einfach gedacht, ich setze hier zwei Pfosten hin und setze dann, das habt ihr im Timelapse, glaube ich, gesehen, wenn ich das nicht rausgekattet habe. Ich meine, ich hätte es drin gelassen. Und setze dann hier nochmal zwei höhere Pfosten hin, und dann tue ich diese Leiter da rein und oben drauf nochmal dieses Dach oder diesen Weg einfach nochmal. Ich finde diesen Turm einfach so, ich finde das so richtig, ich finde das sowas von geil. Ich will mich jetzt nicht loben oder sowas, aber ich finde diese Konstruktion an sich einfach geil. Diese ewig lange, spannende Brücke, diese Holzbrücke, die einfach über diesen riesen Wasserfall. Ich finde das richtig hübsch. Aber gut, wie gesagt, Eigenlob stinkt, aber so ungefähr sieht das jetzt hier aus. Und ja, im Grunde genommen war das hier quasi das, was wir in dieser Folge gebaut haben. Wie gesagt, ich hoffe mal, euch hat die Folge gefallen. Ich gucke mir das Ganze jetzt nochmal bei Nacht an, wenn ihr kein Problem damit habt. Hier der Turm ist relativ langweilig bei Nacht. Wobei, der sieht auch sehr monströs aus. Das sieht richtig böse aus, wenn man so von unten guckt. Und was ich jetzt natürlich nochmal zeigen möchte, ist natürlich auch nochmal die Uni bei Nacht. Das heißt, wir haben jetzt hier diese furchtbare Beleuchtung hier.
Aber gut, ich glaube, ihr habt verstanden, was wir diese Folge gemacht haben. Ihr habt ja eh den Timelapse gesehen, wenn ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und deswegen wünsche ich euch an dieser Stelle jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. In der Hoffnung, dass ich mit Azura Bay dann eine etwas bessere Stimme hingekriegt habe. Bis dahin, macht es gut und tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.